So, es ist Mittwochmorgen, 10 Uhr, Zeit für unser wöchentliches Webinar. Mein Name ist Dennis Rotsch. Ich bin bei Arxoft als Pre-Sales Consultant tätig und möchte Ihnen heute mehr zur globalen Deduplizierung in Arxoft UDP 6.5 erzählen. Sie sind immer wie immer alle auf stumm geschaltet. Das heißt, wenn Sie irgendwelche Fragen haben sollten, können Sie das in dem GoToWebinar-Tool stellen. Ich würde dann anschließend versuchen, Ihre Fragen zu beantworten. Des Weiteren ist es so, habe ich Ihnen Handouts zur Verfügung gestellt. Die können Sie auch aus dem Tool herunterladen. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal voran. Ich habe den Vortrag heute für Sie vorbereitet, um das Thema Deduplizierung so ein bisschen näher zu bringen. Und ja, ich möchte kurz ein bisschen was zu uns erzählen als Arxoft selbst, sowie möchte ich denn ein bisschen darauf eingehen, was ist Deduplizierung generell? Wie funktioniert die Deduplizierung innerhalb von Arxoft UDP 6.5? Und ich habe auch so ein paar Beispiele mal mitgebracht, also ein paar Werte mal von Kunden, was für eine Werte die erzählen bei der Deduplizierung. Und ja, später habe ich das in der Live-Demo nochmal vorbereitet, sodass wir uns das nochmal anschauen können und ja, uns mal anschauen können, wie man so einen Datastore einrichtet und wie Daten repliziert werden können mit quellseitiger Deduplizierung und wie man ja eine Planung von einem Backup-System, was jetzt mit Deduplizierung arbeiten soll, dann vornehmen kann. Okay. Ja, kurz einmal zu uns. Arxoft ist der weltweit erfahrenste Datenschutzexperte. Und wir sind seit 1983 gegründet, seit 88 am Markt. Und wir verstehen uns letztendlich als Hersteller für eine All-in-One-Disaster-Recovery-Lösung, die Datenverfügbarkeit über alle drei Plattformen gewährleistet, also sprich Disk-Speicher, Tape-Speicher als auch Cloud-Speicher. Sowie ist unser Ziel, mit unserer einfachen Bedienoberfläche Ihnen eine ja, Disaster-Recovery-Lösung zur Verfügung zu stellen, ja, die einfach und simpel zu bedienen ist. Wir sind in über 150 Ländern vertreten mit unseren Lösungen und sind weltweit über Partner organisiert. Sprich halt, wir haben ein Two-Tier-Geschäft und vertreiben unsere Lösungen dann über Reseller in den einzelnen Ländern. Sowie haben wir Technologiepartner, die mit uns gemeinsam ja, Lösungen entwickeln. Dazu gehört eine Amazon, eine Microsoft, eine HPE, NetApp, Fujitsu, VMware, Nutanix und ja, einige mehr. Gut, ja, jetzt wollen wir uns mal anschauen, Deduplizierung generell. Jetzt möchte ich ein bisschen was dazu erzählen. Was ist das überhaupt und welche verschiedensten Formen von Deduplizierung gibt es an der Stelle? Und ja, was ist Deduplizierung? Letztendlich ist das ein Prozess, der redundante Daten identifiziert und diese dann eliminiert. Ja? Das Verfahren komprimiert dabei die Datenmenge, die von einem Sender an einen Empfänger geschickt werden. Und ja, was haben wir gesagt? Die Effizienz von diesen Deduplizierungsalgorithmen sind ja, also vorweg eigentlich nicht vorhersehbar. Ja? Das heißt also, man kann nicht genau sagen, wie stark dieser Effekt der Deduplizierung bei den jeweiligen Datensystemen sein wird. Ja, das hängt immer halt so ein bisschen davon ab, wie die Daten, aus was für Datenstämme sich das jetzt Ganze zusammensetzt. Und es gibt bei der Deduplizierung fileorientierte Deduplizierung und blockorientierte Deduplizierung. Und da das Thema der blockorientierten Deduplizierung eher ja, effizienter ist und verbreitert ist, weil da nicht nur einzelne Files untereinander verglichen werden, sondern einzelne Blöcke von Daten, möchte ich Ihnen das mal ein bisschen näher bringen. Und zwar, ich habe hier mal so ein kleines Bild aufgemalt und mal gesagt, okay, ich habe jetzt hier einen Benutzer, ich nehme mal hier meinen Laserpointer und dieser Benutzer hat jetzt eine Datei und die besteht jetzt aus Block 1, 2, 3 und 4 und dann habe ich noch einen zweiten Benutzer. Der hat jetzt einen File, das besteht vielleicht aus den Blöcken 1, 2, 5 und 4 und noch einen dritten Benutzer, das besteht dann aus 1, 2, 4 und 5. Das heißt also, alle meine User haben die 1, 2 und 4 drinne, aber die 5 haben nur die beiden und letztendlich sieht das in einem deduplizierten Backup so aus, dass ich jeden Datenblock nur ein einziges Mal in das Backup halt reinschreiben muss. Und dadurch kann ich dann ganz einfach meine Datenreduktion dann erzielen.
Ja, warum macht so eine Deduplizierung Sinn? Und zwar, ich habe das mal in so einem Beispiel hier dargestellt, wenn wir jetzt über ein Backup sprechen, was wir jetzt in der Datenmenge von 20 Terabyte haben und mit einem Wachstum über 2% und einer Änderungsrate von 3% in den Daten, in den Backups und einer Aufbewahrungszeit von 4 Wochen, würde das letztendlich Folgendes bedeuten. Ohne Deduplizierungstechnologien würden Sie nachher nach der 4. Woche bei mehr als dem Vierfachen der Daten dann enden. Und ich denke, das ist hier ein ganz interessanter Ansatzpunkt, um hier an der Stelle Daten zu reduzieren. Ja, auch Komprimierung wird manchmal in Verbindung gebracht mit Deduplizierung, aber Komprimierung ist in dem Sinne keine Deduplizierung. Bei der Datenkomprimierung wird bei der digitalen Informationsverarbeitung verwendet. Und es gibt da so zweierlei Typen, die eigentlich angewandt werden, also die sehr gängig sind. Es gibt dieses Lossy-Verfahren, wo letztendlich die Komprimierung Bits reduziert, um unnötige Informationen zu reduzieren oder entfernen. Das ist häufig angewandt bei Bilddokumenten, kennen Sie vielleicht auch. BMP-Dateien sind sehr groß. Wenn man diese runter oder umkonvertiert auf JPEG-Dateien, werden diese entsprechend kleiner. Und dann gibt es dieses Lossless-Verfahren. Das ist letztendlich eine Datenkomprimierung, nutzt eine statische Resonanz. Und hierbei ist es ja so, wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Bilddokument haben, anstatt in diesem Bilddokument reinzuschreiben, ja, roter Pixel, roter Pixel, roter Pixel, kann man auch einfach reinschreiben, wie in dem Beispiel immer gesagt, 279 rote Pixel. Und ja, deswegen werden diese Algorithmen, letztendlich Deduplizierung und Komprimierung in der Backup-Technologie häufig in Kombination verwendet, um ja eine Datenreduktion zu erzielen. Ja, bei der Deduplizierung selbst gibt es einmal die Zielseite-Deduplizierung. Das heißt also, Sie haben hier Ihre Quellsysteme und diese werden auf das Backup-System übertragen. Und bei der zielseitigen Deduplizierung gibt es dann hier einen Rechenprozess, der die Deduplizierung dann vornimmt und diese dann auf das Backup Storage dann draufschreibt. Das hat halt den Nachteil bei der zielseitigen Deduplizierung, dass erstmal mal alle Backup-Daten oder alle geänderten Daten immer auf das Backup-System übertragen werden müssen und es muss auch ja, entsprechend der Speicherplatz dann zur Verfügung stehen, dieser Overhead, der dann kurzweilig erzeugt wird, während diese Deduplizierung dann läuft, bis sie dann nachher runtergebrochen ist auf das kleinste gemeinsame. Ja. Und ja, dann gibt es die sogenannte quellseitige Deduplizierung. Dabei wird schon an der Quelle erkannt, welche Datenblöcke am Ziel noch nicht existieren. Und es werden nur die Datenblöcke von dem Quellsystem auf das Backup-System bzw. auf das Storage geschrieben, welches an der Quelle noch nicht existiert. Und dadurch erzielt man letztendlich kürzere Backup-Zeiten, weil weniger Daten übertragen werden müssen. Und Sie brauchen auch weniger Storage dafür, weil Sie diesen Overhead nicht haben, dass es kein Rechenprozess letztendlich entsteht auf dem Backup-Server, der erstmal die ganzen geänderten Blöcke aufnehmen muss und dann diese geänderten Daten dann runterbrechen muss. Ja, jetzt kommen wir mal zu, wie machen wir das bei ArcServe selbst? Was ist unsere Deduplizierungstechnologie? In ArcServe selbst, wir haben eigentlich eine Kombination aus ja, dreierlei Technologien dort vereint. Und zum einen ist es so, wir haben in unserer UDP-Software eine Technologie implementiert, der sagen wir Infinite Incremental dazu. Das ist letztendlich ein Backup, was Sie inkrementell für immer weiter sichern können. Das ist hier so ein bisschen in diesem zweiten Balken dargestellt. Das heißt also, mit dieser Technologie haben Sie die Möglichkeit herzugehen, Ihre Systeme ein einziges Mal zu sichern und dort danach inkrementell für immer weiter zu sichern. Anstatt so, wie man das in der Vergangenheit gemacht hat, bei althergebrachten Backup-Lösungen, ist man häufig hergegangen, hat man ein Vollbackup gemacht am Wochenende und unter der Woche hat man inkrementelle Backups angefertigt und dann wieder Vollbackups gemacht und so weiter. Und so sind die Daten halt immer gewachsen. Und bei einigen war halt das Wochenende gar nicht mehr lang genug, um die Daten dann entsprechend noch wegsichern zu können. Das Ganze ist halt mit dieser Infinite Incremental-Technologie dann passé.
Die erlaubt es Ihnen nämlich dann herzugehen und sagen, wir brauchen nur noch ein Vollbackup und können dann inkrementell für immer weiter sichern. Und ja, das Ganze lässt sich dann kombinieren mit unserer globalen quellseitigen Deduplizierung. Und hierbei ist es so, wird dieses Verfahren nochmal auf diese gesicherten Datenblöcke angewandt. Und hierbei ist es so, dass nur die geänderten Datenblöcke oder die Datenblöcke, die an dem Ziel noch nicht existieren, überhaupt auf das Backup Storage transportiert werden. Weil die UDP-Technologie erkennt schon an der Quelle, welche Datenblöcke haben sich geändert, gleicht das über Hashes ab und überträgt nur noch die Datenblöcke, die es noch nicht gibt an dem Ziel. Und das lässt sich halt kombinieren, also Infinite Incremental mit Deduplizierung und Komprimierung. Dadurch erzielen wir dann unsere Datenreduktionsraten. Ja, schauen wir uns das mal in so einem kleinen Netzwerkbild hier mal an. Das heißt, wir haben ja hier unseren RPS-Server, unseren Recovery-Point-Server. Für den einen oder anderen, den das jetzt nicht sagt, das ist letztendlich eine Software-Komponente von uns, die ist ein Bestandteil unserer UDP-Software. Die ist dafür zuständig, das Backup-Repository zu verwalten. Und hier ist es jetzt so, gibt es ja die virtuellen und die physikalischen Systeme, nenne ich sie mal. Bei den virtuellen Systemen ist es so, zum Beispiel bei Hyper-V oder VMware-Systemen, die haben ja ein eigenes Change-Block-Tracking. Das heißt, wir docken entsprechend dort an, kommunizieren mit den Hypervisor-Schnittstellen und fragen diesen Hypervisor dann, welche Blöcke haben sich im Vergleich zur letzten Sicherung dann verändert. Und dann werden das Ganze wird über Hashes geregelt. Diese Hashes werden dann mit dem RPS-Server dann abgeglichen. Der guckt in seine Datenbank rein und schaut, welche von diesen Datenblöcken habe ich schon und welche habe ich nicht. Und gibt dann als Request zurück und sagt, ja, die Datenblöcke habe ich noch nicht und gib mir diese Datenblöcke mal bitte. Und dann wird die Datenübertragung erst gestartet und es werden nur die Datenblöcke kopiert, ja, die halt noch nicht vorhanden sind auf dem Backup-Ziel dann selbst. Und ja, in der physikalischen Welt läuft das Ganze so ab, ist das Prinzip genau das gleiche, nur dass wir da nicht mit den Hypervisor-Schnittstellen kommunizieren, sondern mit dem UDP-Agent, der dann auf den jeweiligen System installiert ist. Sowie besteht die Möglichkeit, das ist jetzt hier in dem Bild nicht aufgemalt, das ganze Prozedere auch mit NAS-Systemen oder Office 365 Datenquellen durchzuführen. Ja, und das heißt, auch an der Stelle machen wir ein blockbasiertes Backup mit globaler Deduplizierung. Das heißt also, die Software oder der Agent selbst, der auf dem Backup-Server draufläuft, der trackt die Blockveränderung mit, die sich jetzt auf dem NAS-System oder auf den Office 365-Quellen jetzt stattgefunden haben und holt sich nur noch die Datenblöcke runter, die es am Ziel dann halt noch nicht gibt. Und ja, das heißt, globale quellseitige Deduplizierung, also erfolgt immer dann, wenn wir hier Backups durchführen oder auch dann, wenn Sie Daten zum Beispiel replizieren möchten. Replizieren zum Beispiel auf einen zweiten Server, dann werden hier auch diese kleinen Kästchen, das steht immer so ein bisschen für die Deduplizierung selbst, greift auch wieder die globale Deduplizierung und es werden nur die Datenblöcke zwischen diesen beiden Servern dann hier repliziert, die am Ziel halt noch nicht existieren. Ja, dann kommen wir noch mal ein bisschen zur integrierten Replizierung von dem RPS-Server dann selbst. Das heißt also, in UDP ist die Replikationssoftware bereits ja komplett integriert. Das heißt, mit Hilfe von einem weiteren Task, den Sie in Ihrem Backup-Plan hinzufügen können, haben Sie die Möglichkeit, ja einfach Ihre Replikation dann einzurichten. Und eine Replikation findet immer dann statt, wenn Sie zwischen zwei Recovery-Point-Servern Ihre Daten dann replizieren. Die können im lokalen Netz sich befinden oder Sie können auch über eine Warnstrecke untereinander angebunden sein. Und das macht natürlich eine echte warnoptimierte Replikation aus. Das heißt, mit unserer Technologie haben Sie dann die Möglichkeit, ja, möglichst wenig Daten über schmale Bandbreiten zu replizieren. Das heißt, es gibt auch die Möglichkeit hierbei einer One-to-Many und einer Many-to-One-Replikation.
Was bedeutet das letztendlich? Das heißt, Sie können, sag ich mal so, Sie haben vielleicht eine Hauptniederlassung und haben vielleicht noch drei Außenstellen mit weniger Backup-Daten. Das heißt, in diesen Außenstellen könnte man so kleine RPS-Server dann platzieren und diese kleinen RPS-Server replizieren ihre Daten einfach in die Zentrale rein, wo es dann einen großen RPS-Server gibt, der diese Daten dann aufbewahrt, sodass Sie entsprechend über zwei Standorte ihre Daten dann abgesichert haben. Ja, soweit hierzu. Dann schauen wir uns vielleicht mal ein paar Informationen aus der Realität, habe ich es mal gesagt, an. Das heißt also, Datenduplizierungsraten hängen in der Regel von individuellen Faktoren ab. Das heißt einmal die Anzahl von Vollbackups und Aufbewahrungszeiten, die definiert werden, die Komprimierbarkeit der Daten. Und letztendlich, welche Art von Daten sind das? Also sind das jetzt Falldaten, sind das Datenbanken, sind es vielleicht verschlüsselte Dateien, komprimierte Dateien oder sind es vielleicht Dateien, die schon auf einem NTFS-Dedup-Storage irgendwo drauf liegen? Das spielt eine Rolle dabei. Oder sind es viele Bild- und Videodateien? Das hat alles so Einfluss auf die Effizienz der Deduplizierung. Und ja, Deduplizierung kann letztendlich keine redundanten Daten finden, wo es keine gibt. Das heißt also Messwerte zum Beispiel von seismischen Daten oder medizinische Bilddateien oder verschlüsselte Dateien lassen sich in dem Sinne nicht deduplizieren. Ja, mal ein paar Zahlen aus unserer Testübung. Das haben wir mal aufgebaut und mal so eine Matrix zusammengestellt. Wir haben hier mal so ein System von uns genommen, haben da mal 10 Terabyte an Daten draufgepackt. Und jetzt haben Sie die Möglichkeit, in unserem RPS-Server einen Datenstore mit unterschiedlichen Blockgrößen zu definieren. Und das haben wir mal gemacht. Das heißt also, wir haben mal hier einen mit 4, 8, 16 und 32 Kilobyte konfiguriert. Und ja, was entnehmen wir letztendlich daraus? Wir entnehmen daraus, dass ein Datastore mit einer sehr kleinen Blockgröße wie 4 Kilobyte haben Sie die besten Reduktionsraten. Das heißt hier war die Overall-Reduktion, das heißt also Dedup-Rate und Komprimierungsrate in Kombination, die beste. Hat aber den Nachteil, dass Sie mehr Platz für die Hashes brauchen, entweder auf einer SSD oder im RAM dann halt. Ja. Und ja, haben Sie eine sehr große Blockgröße, nimmt die Reduktionsrate dann halt ab. Sie brauchen mehr Storage und haben aber weniger Anspruch an die Hashes, respektive an die SSD-Festplatte, wo die Hashes dann alternativ auch draufgelegt werden können. Ja, hier nochmal ein Bild, vielleicht ein Beispiel von Kunden. Ich habe das mal ein bisschen unkenntlich gemacht. Das heißt, hier sind eine große Anzahl an RPS-Datastores dann halt mit drauf. Das heißt also, wir erzielen hier von Reduktionsraten von Beginn mal bei 56%, hier vielleicht im schlechtesten Fall in diesem Beispiel, bis hin zu 92%, alles Mögliche letztendlich an Reduktionsraten. Wie gesagt, das hängt immer von den Daten ab, die gesichert werden hier an der Stelle. Und demnach ist es dann auch möglich, dass ein Kunde, der hier ein bisschen über 11 Terabyte an Daten absichert mit Arcs of UDP letztendlich ein bisschen weniger wie ein Terabyte wirklich nur auf das Festplattensystem halt zurückschreiben muss. Ja, ja. Dann vielleicht nochmal eine Information, das war diesen Data Store, wenn Sie den konfigurieren, da haben Sie verschiedenste Möglichkeiten, sag ich mal so, diesen einzurichten. Diesen Datastore, den Sie in UDP in dem RPS-Server konfigurieren können, den können Sie einmal mit Deduplizierung einrichten oder ohne Deduplizierung. Oder Sie können den mit Verschlüsselung oder ohne Verschlüsselung konfigurieren. Und ich habe hier mal so eine kleine Matrix zusammengestellt, um Ihnen mal ein bisschen zu veranschaulichen, von welcher Art Datastore können Sie denn von A nach B replizieren. Und hier ist es so, wenn Sie einen Nicht-Dedup-Store haben, können Sie logischerweise in einen Nicht-Dedup-Store dann sichern. Wenn Sie von einem Nicht-Dedup-Store in einen Dedup, können Sie rein replizieren. Von Dedup zu Dedup können Sie replizieren. Aber von einem deduplizierten Datenstore in einen nicht-deduplizierten Datenstore lassen sich die Daten nicht replizieren. So wie ist es auch so, wenn Sie einen verschlüsselten Datenspeicher haben,
können Sie in einen verschlüsselten Datenspeicher replizieren, aber umgedreht halt nicht. Das heißt also, sofern Sie einmal eine Verschlüsselung aktiviert haben, müssen immer alle Datastores, in die Sie weiter replizieren möchten, auch verschlüsselt sein. Das heißt also, verschlüsselte, nicht verschlüsselte oder nicht verschlüsselt in verschlüsselte ist in dem Sinne nicht supported. Ja, dann gibt es hier diese Verzeichnisse, wo die Deduplizierung reingeschrieben wird. Das würde ich jetzt gleich in der Live-Demo auch noch mal ein bisschen genauer erklären. Aber vielleicht mal zur Erklärung, was liegt jetzt letztendlich in diesen Verzeichnissen drin, wenn Sie Deduplizierung verwenden oder diesen RPS Datastore verwenden. Das heißt, in diesem Datastore-Folder hier oben werden letztendlich also die Recovery Point Folder Struktur reingelegt. Das heißt, da sehen Sie die Kataloge drinne. Da können Sie reingehen und da wird der einzelne Server aufgelistet und da können Sie auch diese Browse-Funktion verwenden, die wir über unseren Agent jetzt zur Verfügung stellen, dass Sie in diesen einzelnen Recovery Point reinbrowsen können und Laufwerk C, Laufwerk D und was weiß ich immer sehen können und die einzelne Ordnerstruktur dazu anzeigen können. Sollten Sie jetzt einen Datastore haben ohne Deduplizierung, ist es so, dass alle Backup-Daten, also auch die Backup-Informationen, alles in diesen Pfad halt reingeschrieben wird. Haben Sie Deduplizierung aktiviert, werden alle ja, deduplizierten Daten dann in dieses Data-Verzeichnis geschrieben. Das heißt, das ist prozentual das größte Verzeichnis, was an Datenplatz letztendlich benutzt wird. Und ja, in dem Indexverzeichnis ist es so, dass da wird das ganze Mapping gespeichert zu den einzelnen Blocks innerhalb der Recovery Points. Und in dieser Hash Location befinden sich letztendlich die deduplizierten Blöcke drinne. Okay. Ja, und dann vielleicht noch eine kleine Anmerkung dazu. Wer das Ganze so ein bisschen planen will, dafür haben wir ein UDP Resource Estimator Tool. Das ist auf unserer Webseite ist das verfügbar. Sie können sich ja auch diese Präsentation in den Handouts runterladen. Ich habe hier so einen Weblink hinterlegt oder Sie googeln einfach nach Arcs of UDP Resource Estimator, dann finden Sie den entsprechend auch. So, und jetzt würde ich Ihnen mal meine Live-Demo-Umgebung freigeben. Okay, gut. Sollten Sie mein Bild hier auch sehen können von meiner Serveroberfläche. Das ist jetzt das zentrale Dashboard von Arcs of UDP. Das heißt, hier sieht man schon mal in so einem Graph dargestellt, wie sich das Backup dann verhält. Das heißt also, hier ist es so, dass ich auf meinem Testsystem im Moment 1,25 Terabyte an Vollbackups speichere, aber tatsächlich schreibe ich auf die Festplatte nur 139 Gigabyte zurück. Der ganze Rest wird durch Deduplizierung und Komprimierung dann reduziert. Ja, wie funktioniert das mit der Deduplizierung? Das heißt, in dem Ressourcenbereich gibt es hier die Ziele und dann den Recovery Point Server. Und innerhalb des Recovery Point Servers gibt es die Möglichkeit, dass Sie unter dem ja, verschiedenste Datastores einrichten. Und das machen wir mal. Das heißt, man kann hier so recht draufklicken und einen Datastore einrichten. Und hierbei habe ich dann die Möglichkeit, dem Ganzen einen Namen zu geben und die entsprechenden Verzeichnisse dann zu definieren. Des Weiteren haben wir hier auch die Möglichkeit, dann die Deduplizierung einzuschalten bzw. auszuschalten. Bei eingeschalteter Deduplizierung werden Sie dann gebeten, eine Blockgröße zu definieren. Und hier haben wir mittlerweile sogar 5 Blockgrößen im Angebot mit drin, sind nicht im letzten Update von UDP, haben wir die 64K-Blockgröße mit hinzugefügt und hier sieht man auch nochmal in dieser Grafik dann ganz schön, was für eine Auswirkung diese Blockgrößen dann auch haben. Ich hatte es anfangs ja schon gesagt, das heißt, hat man eine kleine Blockgröße, ist der Effekt der Deduplizierung am besten, das heißt, die Daten werden bestmöglich verkleinert. Die Hashes werden also größer allerdings. Ja? Das heißt, Sie bräuchten dann eine größere SSD-Festplatte oder einfach mehr RAM in dem Backup-System selbst.
Es hat aber auch noch eine Auswirkung, und zwar, das geht hierbei um die Performance selbst. Das heißt, haben Sie eine sehr kleine Blockgröße, so wie in dem Bild dargestellt ist, wenn Sie die Daten dann aus diesem Data Store wieder exportieren möchten, zum Beispiel auf ein Tape oder File-Level-Restores durchführen möchten, ist die Performance ja eher langsamer, sage ich jetzt mal so. Ja. Haben Sie eine sehr große Blockgröße definiert, kehrt sich das ganze Bild nochmal um. Die Deduplizierung braucht einfach mehr Daten. Sie brauchen mehr Storage in dem Server drinne, haben aber im Gegensatz dazu eine bessere Performance, wenn Sie auf Tapes exportieren möchten oder File-Level-Restores durchführen möchten. Und ja, 16 ist ein ja, Mittelwert, letztendlich ein Average, letztendlich aus allen Blockgrößen, die wir aktuell dann dazu anbieten. Ja. Ja, dann kriege ich hin und wieder häufig mal die Frage, wo kann man denn diesen Data Store von UDP denn drauflegen? Ja, das heißt, hier unterstützen wir ja dreierlei Storage-Formen. Das eine ist, Sie können das einfach auf lokale Festplatten drauflegen. Das kann ein lokaler RAID-Verbund in dem Backup-Server jetzt selbst drin sein. Das könnte auch ein NAS-System sein, wo Sie die Backup-Daten drauflegen, oder auch ein angeschlossenes SAN ist entsprechend auch möglich. Bei NAS-Systemen würde ich allerdings immer empfehlen, wir unterstützen zwar auch die ganze Einrichtung per UNC-Freigabe. Ich würde hier aber immer auf eine Blockverbindung drauf zurückgreifen. Also das heißt, dass die meisten NAS-Systeme unterstützen hier iSCSI, dass es hier eine Blockverbindung gibt, denn Axe of UDP ist ja eine blockorientierte Backup-Lösung. Und um dort keinen Medienbruch zu kriegen und weiterhin eine blockorientierte Verbindung von der Quelle bis zum Speicherziel gewährleisten zu können, würde ich bei NAS-Systemen einfach immer mit iSCSI dann arbeiten. Okay. Ja, wenn man hier ein bisschen weiter hochgeht, gibt es hier auch noch so ein kleines Planungstool. Das kann man hier verwenden. Das ist in der Software integriert. Da kann man dann hier so hin und her schieben und sagen, wie viele Daten habe ich jetzt hier zu sichern. Da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, ich habe was bei 20 Terabyte. Wie ist jetzt meine erwartete Deduplizierungsrate? Das ist auch so ein bisschen immer Erfahrungswert. Ich sage mal so, haben Sie jetzt vielleicht viele Office-Dateien, Word, Excel-Dokumente, PDF-Dokumente? Wird die Deduplizierung eher besser funktionieren? Haben Sie viele Videodateien oder JPEG-Dateien? Wird es mit der Deduplizierung eher schlechter funktionieren? Ja, und so nach kann man das dann ja, ein bisschen abwägen, oder ist auch eine Erfahrungssache, vielleicht aus anderen Konfigurationen, die man vielleicht zuvor schon mal gemacht hat, wie es ungefähr laufen wird, weil gesagt, voraussehen kann man es nicht genau, erst dann, wenn man halt die Backups dann durchführt. Und ja, man kann dieses Tool hier halt verwenden. Ich persönlich greife jetzt mal auf unseren Resource Estimator drauf zurück. Das heißt also, ich habe mir den hier oben mal aufgemacht. Der ist ganz normal als eine Webseite verfügbar. Können Sie googeln, hatte ich ja vorhin schon erzählt. Und hier können Sie dann halt Ihre Werte dann eingeben, die wir zur Planung von so einem RPS-Server dann halt brauchen. Und hier kann man zum Beispiel Folgendes machen. Da gibt man ein, was für eine Datenmenge hat man zu sichern auf seinem System. Ich gebe jetzt hier mal 10 Terabyte an. Die Anzahl an Servern spielt eigentlich keine Rolle, ob das jetzt einer ist oder 100. Spielt für das Sizing in dem Sinne keine Rolle. Und was allerdings wichtig ist, ist dieses YOY. Das bedeutet letztendlich Year over Year die Wachstumsrate der Daten. Das heißt, wie wachsen Ihre Daten prozentual auf die Gesamtmenge, die Sie aktuell haben, übers Jahr hinweg gesehen. Und wenn ich jetzt mal sage, dass die wachsen um 10%, sowie die erwartete Änderungsrate ist wichtig dazu, unseren Data Store oder so ein Backup-System dann zu sizen. Das heißt, da ist die Frage, wie stark verändern sich die Daten von Sicherung zu Sicherung auf den Systemen? Ist es 1%, 2, 5? Die meisten Kunden liegen so zwischen 2 und 7% irgendwo aus Erfahrung. Und ja, des Weiteren kann ich dann hier noch die Blockgrößen dann konfigurieren. Und wichtig ist halt, wie viele Wiederherstellungspunkte sollen auf dem Backup-System dann zwischengespeichert werden. Ja, wir haben ja diese täglichen, wöchentlichen und monatlichen Sicherungen, die Sie anfertigen können. Und wenn Sie zum Beispiel sagen, ich möchte die letzten 10 Wochentage auf meine Daten zurückgreifen, dann sind es schon mal 10.
Wenn ich mir noch eine Wochenendesicherung mache und davon möchte ich 5 aufbewahren, dann sind es 15. Und wenn ich ein letztes halbes Jahr zurückgehen möchte, also nochmal eine Sicherung machen möchte, einmal am Monatsbeginn, dann wären das dann 21. Und so errechnet sich dann die Anzahl an Wiederherstellungspunkten, die ich dann vorhalten muss. Und hier unten gibt er Ihnen dann eine Information darüber, wie viel Storage Sie ungefähr benötigen würden und wie viel RAM bzw. wie groß diese SSD-Festplatte halt sein müsste. Ja, zurückzukommen nochmal auf die Lokation. Was kann man dafür tun? Diese Hash-Lokation hat sehr hohe IOPS-Anforderungen. Deswegen ist es hier auch so, dass wir in dieser Maske darstellen, Hash-Destination ist on a Solid-State-Drive. Das heißt also, hier geben wir Ihnen die Möglichkeit, diese Hash-Location einfach auf eine SSD-Festplatte zu legen, die entsprechend deutlich mehr IOPS liefern kann als eine Spindelfestplatte. Spindelfestplatten liegen irgendwo so bei 200, 300 IOPS, während SSD-Festplatten mittlerweile weit über 50.000 IOPS halt schaffen. Und ist es halt so, legen Sie Ihre Hash-Location auf eine Spindelfestplatte und machen den Haken rein, dann ist es halt, wird das System sehr, sehr langsam halt dann arbeiten. Also sollte man darauf achten, dass das entsprechend richtig konfiguriert ist. Alternativ können Sie diese Hashes auch im RAM bearbeiten. Dann läuft das Ganze so ab, dass die komplette Hash-Tabelle im RAM reingeladen wird, wird aber gleichzeitig immer nochmal auf die Festplatte zurückgeschrieben. So, das heißt, wenn Sie den Server runterfahren, haben Sie immer noch die Möglichkeit danach, dass diese Hashes nicht neu gebildet werden müssen. Deswegen werden die immer auf die Festplatte auch nochmal zurückgeschrieben. Ja. Ja, es ist übrigens auch so, wenn Sie hier diesen Haken machen, Hash Destination ist on a Solid State Drive, dann ist es auch so, je nachdem, wie viel RAM der Server zur Verfügung hat, muss man sich das wie so eine Pyramide vorstellen. Das heißt also, die meistverwendeten Blöcke, die das Backup-Repository braucht, die lädt er sich sozusagen aus dieser Pyramide von ganz oben dann trotzdem in den Hash rein, um einfach seine Daten performanter bearbeiten zu können. Ja. Okay, gut soweit. Ja, soweit zu der Konfiguration von den einzelnen Pfaden. Ja, des Weiteren kann man hier dann die Komprimierung aktivieren sowie die Verschlüsselung der Daten. Oder Sie können hier auch noch konfigurieren, dass wenn das System mal voll laufen lässt, können Sie so eine E-Mail-Benachrichtigung dann einstellen und das System schickt Ihnen dann eine Mail raus, wenn der Data Store jetzt voll laufen würde. Ja. Okay. Gut, und ja, jetzt schauen wir uns das mal an. Das heißt, ich würde jetzt hier einfach mal so ein Backup starten. Ich nehme mal hier meinen Mail-Server und starte mal das Backup von dem System. So, da ich jetzt diesen Mail-Server schon mal gesichert haben, sollte dort sofort eine Deduplizierung dann halt stattfinden. Man kann das dann hier beobachten, wenn man hier auf die Details drauf geht, dann kann man das hier im Live-Monitor beobachten. Und er macht ja erstmal, also er fertigt ja hier erstmal den Snapshot an und im Nachgang gehen wir her und transportieren dann die Daten. Das heißt also, gleich findet dann diese Kommunikation, dieser Austausch der Hashes zwischen Quelle und Ziel dann statt. Und dann fängt er irgendwann an, die Daten dann zu übertragen. Und hier sagt er jetzt schon, wie sind die Deduplizierungsraten respektive Komprimierungsdaten. Und hier haben wir eine Overall-Reduktion ungefähr von 71% jetzt in diesem Beispiel dann erreicht. Das heißt also, von diesen ganzen geänderten Daten, von diesen 518 Megabyte waren das jetzt eben, wurden 71% reduziert. Das heißt also nur noch 29% der Daten mussten wirklich dann an der Stelle dann übertragen werden. Gut soweit. Ja, hier noch eine Information. Das heißt, wer seine Daten gerne replizieren möchte, kann das machen. Ich nehme jetzt mal so einen Backup-Plan. Mein Backup-Plan geht in einen Datastore mit Deduplizierung rein
Und demnach habe ich diese quellseitige Deduplizierung der Daten. Und wenn ich meine Daten weiter replizieren möchte, kann man hier einfach einen Task hinzufügen und ich repliziere meine Daten in einen weiteren Dedup-Datastore rein. Das heißt, hierbei werden die Daten nur in deduplizierter Form dann von der Quelle auf das Ziel dann übertragen. Machen Sie zum Beispiel allerdings andere Tasks rein, zum Beispiel wie Copy Recovery Points oder Copy to Tape. Dann ist es so, findet immer eine Extraktion der Daten halt statt. Das heißt also, Ihre Daten werden wieder entdedupliziert und werden als ja, originäre Blöcke letztendlich auf das Festplattensystem bzw. auf das Band halt zurückgeschrieben. Ja. Okay, gut soweit. Dann gehen wir mal zurück. Jetzt gebe ich Ihnen mal meinen PowerPoint wieder frei. Ja, soweit zur globalen Deduplizierung. Sollten Sie noch Fragen haben, wäre das jetzt der richtige Zeitpunkt, diese im Chatbereich zu stellen. Ich würde dann gleich darauf zurückkommen und diese versuchen zu beantworten. Und wie immer habe ich hier noch so eine Poll-Question vorbereitet, wo ich Sie bitten möchte, da das so anzuhaken. Und zwar ist die Frage: Möchten Sie von unserem Vertrieb kontaktiert werden, um weitere Informationen zu erhalten? Da können Sie jetzt Ja oder Nein klicken. Und ich würde Ihnen mal hier so eine halbe Minute Zeit geben, um das Ganze zu beantworten. Okay, dann würde ich den Poll mal schließen. So, und dann gehen wir mal zurück hier zu den Links. Und dann würde ich mal Ihre Fragen beantworten, die hier in dem Chat bis jetzt aufgelaufen sind. So. So, hier noch eine Frage. Warum sollte man mehrere RPS-Ziele angeben? Die beste Dedup-Rate erhält man doch mit nur einem RPS-Ziel, oder? Ja, das ist so. Also die Deduplizierung findet ja innerhalb immer von einem Datastore statt. Das heißt also, aus meiner Sicht macht es jetzt keinen Sinn, innerhalb von auf einem Backup-Server jetzt mehrere Dedup-Datastores zu erstellen, ja, in Hinsicht, wenn man jetzt möglichst viele Daten zu reduzieren möchte. Das heißt, ich würde hergehen und ich würde jetzt vielleicht zweierlei Dinge tun. Ich würde einen Datastore einrichten mit Deduplizierung, wo würde alle Backup-Daten in diesen Datastore halt reinsichern. Was man machen kann, ist, wenn Sie sehr kritische Systeme haben, wo Sie sehr vielleicht kurze SLA-Zeiten brauchen und ihre Daten möglichst schnell aus diesem Datastore raus haben möchten oder von dem Backup wiederherstellbar haben möchten, gibt es die Möglichkeit, dass sie einfach einen zweiten Datastore einrichten ohne Deduplizierung oder einen Datastore mit großer Blockgröße, um eine bessere Performance dann halt einfach beim Restore zu erlangen. Ne? Das sind so Anwendungsszenarien. Aber ja, letztendlich schon so, je mehr Daten Sie in einen Datastore reintun, desto mehr Blöcke haben Sie sozusagen, die dedupliziert halt werden können. Ne? So, wie kann ich Hashes und Indexe sichern? Ja, ja, da gibt es eigentlich zweierlei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, Sie richten, so wie ich das eben in der Live-Demo gezeigt habe, eine Replikation ein. Das heißt, Sie replizieren Ihr Backup-Repository von einem Server auf dem anderen Server. Das wird dann pro Plan dann halt konfiguriert. Oder die zweite Möglichkeit ist, wir haben innerhalb von ArcSoft Backup die Möglichkeit herzugehen und den kompletten RPS Data Store zu sichern. Ja, das hat allerdings eine Beschränkung. Und zwar ist es das so, dass wir hier an der Stelle einen VSS Snapshot von dem
jeweiligen Volume, wo der Datastore drauf liegt, dann durchführen. Und das hat Microsoft auch bis zum Server 2019, soweit ich weiß, noch nicht vergrößert. Das heißt, diese Datenmenge ist auf 64 Terabyte beschränkt. Das heißt also, haben Sie ein Festplattenlaufwerk, was größer ist wie 64 Terabyte, wäre das keine Möglichkeit, die Sie dann an der Stelle verwenden können. Haben Sie ein kleineres Laufwerk mit 60 Terabyte oder kleiner, können Sie dieses Snapshot dann durchführen und diese Daten dann auf Tape rausschreiben und den ganzen Datastore auf Tape dann exportieren. So, kann man die Blockgröße nachträglich ändern? Nein, das ist nicht möglich. Okay. So, wenn ich einen UDP Data Store mit ArcSoft Backup auf Tape migriere, wird die deduplizierte Datenmenge migriert oder findet eine Entdeduplizierung statt? Ja, das ist je nachdem, wie man das dann durchführt. Und vielleicht würde ich das gleich einfach nochmal zeigen. Ich gehe nochmal zurück auf meine Live-Demo-Umgebung und gebe Ihnen das nochmal frei. Und zwar ist das so, haben Sie ja hier in den Backup-Tasks selbst die Möglichkeit, hier einen Task hinzuzufügen und dann diesen Copy-to-Tape-Job hinzuzufügen. Hierbei findet eine sogenannte ja, Entdeduplizierung statt, wenn ich es mal so auf Deutsch vielleicht so übersetzen möchte. Und zwar ist es so, dass die Daten aus dem Datastore selbst wird ein Vollbackup oder das letzte Vollbackup, je nachdem das Daily oder Weekly oder Monthly, je nachdem, was Sie konfiguriert haben, dann extrahiert und als ein Vollbackup dann auf Tape rausgeschrieben. Das heißt, hierbei haben Sie dann auch die Möglichkeit, von dem Tape ein einzelnes File dann wieder direkt zurückzusichern. Ja. Das kann man jetzt hier in der ArcSoft UDP-Oberfläche machen. Die gleiche Funktionalität haben Sie auch, wenn Sie das gerne über die ArcSoft Backup-Oberfläche machen möchten. Das haben Sie ja beim Lieferumfang von UDP mit dabei. Und auch da gibt es die Möglichkeit, herzugehen und die Daten dann direkt dann auf Tape zu schreiben. Und ich gehe mal hier in den Backup-Manager rein und wähle mal hier meinen Recovery Point Server aus. Und dann kommt es hier ein bisschen drauf an, was Sie anklicken. Und zwar klicken Sie eins von diesen blauen Fenstern an. Dann ist es letztendlich rein technisch gesehen das gleiche, als würden Sie dieses Copy Recovery Points innerhalb von ArcSoft UDP durchführen. Das heißt, hierbei findet eine Entdeduplizierung statt. Das heißt, die Daten werden originär auf die Tapes dann draufgeschrieben. Gehen Sie hier unten auf diesen Ordner drauf. Dann, dieser Ordner ist letztendlich mein RPS Data Store und dann wird dieser gesamte Data Store als solches dann mit diesen vier Verzeichnissen dann als eins dann auf Tape raufgeschrieben. Und hierbei ist es dann so, werden die Daten nicht entdupliziert, sondern wenn Sie jetzt einen Data Store haben, der aus 10 Terabyte besteht, ist der dann auch 10 Terabyte groß auf den Tapes drauf. Ja, allerdings ist es hierbei so, dass Sie dann keine einzelnen Daten mehr aus den von dem Tape restoren können, sondern hierbei muss es dann so sein, dass Sie den Datastore erst komplett zurücksichern, um den dann in UDP zu importieren, um vielleicht eine einzelne Datei oder einen Server dann halt wiederherzustellen. Ja, hat allerdings aber den Vorteil, dass Sie während bei dem ersten Verfahren ist es ja so, haben Sie immer nur den letzten Recovery Point auf dem Tape drauf. Wenn Sie bei dem Verfahren haben Sie den ganzen Datastore drauf, inklusive der ganzen Retention, also auch der älteren Backup-Daten werden dann liegen in diesem Datastore dann halt drinne. Das heißt also, haben Sie vielleicht eine Konstellation, dass Sie nur einen einzelnen Backup-Server haben und kein Budget für einen zweiten und Sie haben den überlegen jetzt die Daten auf Tape zu exportieren. Ist das eine ideale Variante für eine Disaster Recovery Strategie, weil dann kann ich nämlich meinen gesamten Datenstore zurückholen und kann den dann in UDP reinmounten und dann meine Restores dann entsprechend wieder durchführen. Okay, gut soweit. Dann mal wieder zurück zu meinem Screen hier. Na, so. Okay. So, kann ich den Link zur Aufzeichnung erhalten? Ja, Sie kriegen alle immer wie immer die Aufzeichnung ein paar Tage später zugeschickt. Des Weiteren, in der Regel dauert es immer so eine Woche, stellen wir den
den Link auch auf unseren YouTube-Kanal drauf. Das heißt, wenn Sie mal auf YouTube raufgehen und nach ArcSurf suchen, dann gibt es dort eine Dach-Playliste und da finden Sie alle deutschen Webinare, die wir bereits durchgeführt haben. So. So, dann was ist hier eine Frage bezüglich der Hash-Daten, wenn das Ziel auf einer SSD-Festplatte im Backup-Server liegt und die Daten auf einem NAS. Muss ich dann die Hash-SSD mitsichern oder nicht? Ja, also erstmal ist es so, bei dieser Konstellation wäre es halt so, dass Sie die Hashes auf jeden Fall, wenn Sie den Datastore dann replizieren möchten, die werden ja automatisch dann mitrepliziert. Das heißt also, wenn Sie Ihre Daten auf einen zweiten Server dann auslagern möchten, würden Sie die Hashes dann logischerweise mit replizieren und sind entsprechend dann auch zu sichern. Ja. Hierbei muss man sagen, wenn Sie mal von diesen vier Lokationen, die ich vorhin aufgezeigt habe, die Hash-Datenbank verlieren sollten, ist das der einzige Pfad, den wir über ein Kommandozeilentool wieder rekonstruieren können anhand der anderen Datenpfade. Ja. Hierbei muss man allerdings beachten, hier haben Sie eine sehr große Datenmenge von mehreren hundert Terabytes, kann dieser Rebuild des Hashes auch mal mehrere Tage dauern. Halt. Ja, das ist hier an der Stelle zu beachten. Deswegen sollte man dann eher gehen und im Idealfall bei immer seine Daten vielleicht auf zwei Server dann ausgelagert haben. Okay. So, wo finde ich online den Veranstaltungskalender, wo man sich anmelden kann? Ja, da gehen Sie auf www.arcsurf.com/de und dann müssen Sie bis ans Bildende runterscrollen und da gibt es einen Reiter, der heißt, glaube ich, Events und Veranstaltungen. Und dort sehen Sie die Veranstaltung, wo wir unterwegs sind, sowie ja auch die kommenden Webinare, die jetzt geplant sind. So, ist die Replikation in eine getrennte Domain-Umgebung möglich? Ja, das wird supported. So, ist die Konstellation möglich, dass ein RPS in einer Domäne beziehungsweise in einer Domäne B repliziert? Ja, auch das ist möglich. So, wie funktioniert die Exchange Online-Sicherung? Ja, hierbei ist es so, die Exchange Online-Sicherung wird letztendlich mit dem über einen Proxy letztendlich ausgeführt. Der Proxy ist nichts anderes wie unser UDP-Agent, der in der Regel auf dem Backup-Server selbst installiert ist oder auf einem anderen Server, der jetzt vielleicht Internetverbindung hat. Und dieser Proxy kommuniziert mit den Schnittstellen von die Microsoft für das Backup zur Verfügung stellt von Office 365 und der trägt entsprechend auch Blockveränderungen mit und ja, kümmert sich letztendlich um den Datentransport von der Microsoft Cloud zu ihren lokalen oder ihren Cloud-Backup-Systemen dann halt. Okay, soweit ich denke, habe alle Fragen soweit beantwortet. Sollten Sie jetzt die Aufzeichnung sehen und noch Fragen haben, schreiben Sie mir einfach eine E-Mail an dennisrotsch@arcsurf.com. Und ja, ansonsten wünsche ich Ihnen alle noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.